Und an diesem Tag gebe etwas aus. Denn das, was du ausgibst, gibst du für dein Jannah aus. Auch an diesen Tagen gehört zu den besten Taten, dass du ein Tier schlachtest. Ein Tier schlachtest. Und dieses war eine gewaltige Sunna vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam, die er niemals ausgelassen hat. Ein Tier, ein Opfertier, aber nicht irgendeins. Entweder Schafe oder Kühe oder Kamele und Dinamas. Und die Kamele sollten mindestens 5 Jahre alt sein. Die Kühe 2 Jahre und die Schafe 6 Monate alt. Und man soll ein prächtiges Tier aussuchen, nicht ein Tier mit Menge. Und an diesem Tag gebe etwas aus. Denn das, was du ausgibst, gibst du für dein Jannah aus. Nicht damit du es isst, damit du damit Allahs Nähe erreichst, o Diener Allahs. Allah braucht dein Fleisch nicht und er braucht dein Tier nicht. Aber wenn du das für ihn machst, so wird Allah Azza wa Jalla das annehmen. Dieses Opfertier zu erbringen, ist eine sehr starke Summe.